Herzlich willkommen, Lords und Ladies, hier zurück zu Crusader Kings 3. Wir sind immer noch Krak, der ehemals Krak der Dritte von Krakau, heute Hochkönig Krak von Westslawien. Und ja, inzwischen sind so ein paar Verbrechen, die wir begangen haben, leider ins Tageslicht gekommen, aber was will man machen? So, wir haben jetzt hier den Arzneikrug am Start. Jeden Tag und jede freie Stunde gehe ich am Arbeitszimmer von Stefania vorbei. Die Bedrohung durch die Seuche, das wilzische Fieber, geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Die Nähe zu diesem Zimmer spendet mir jedoch einen gewissen Trost. Unter all den kuriosen Utensilien, die Stefania zur Hand hat, sticht eines heraus. Ein wunderschönes bemaltes Gefäß, auf das sie besonderen Wert zu legen scheint. Sie bemerkt meine Neugierde. Wie ich sehe, interessiert ihr euch für mein walachisches Gefäß, ein Arzneikrug. Es ist ein wahres Schaustück in Sachen Handwerkskunst, doch das eigentliche Wunder befindet sich in seinem Inneren. Es bietet mir Schutz, während ich hinausgehe und das Leben der Untertanen rette. Echt jetzt? Gibt Seuchenwiderstand und Bildungslebenswandelerfahrung. Sicherlich bin ich doch derjenige, der geschützt werden sollte, meine Liebe. Der Krug rettet Leben, gebt ihn mir. Tja, wie gesagt, ich bin ehrgeizig. Ja, gebt ihn mir, verdammte Axt. Wenn ihr das sagt, bitte macht weiter. Bekommt der Hofarzt plus 5 Bildung. Ach, die stirbt eh bald. Okay, gebt ihn mir. So. Das ist mein Arzneikrug. Gut, ich meine, dass man bei uns gebrechlich wird, darf einen nicht wundern bei der Behandlung hier im Reich. Niemand hat gesagt, dass der Herrscher, den wir spielen, ein Netter ist. Das hat nie irgendjemand jemals behauptet. Du hast schon eine Menge Geld eingesammelt. Du bist schon hier, dann kannst du danach hier noch weitermachen. Das ist schon echt krass, wie viel wir jetzt hier gerade eben abstauben. Ja, die wollen wir auch nicht dann später irgendwie von der Bettkante stoßen hier, die paar Dukaten, die hier noch zu holen sind. Dann würde ich noch da oben hingehen, da gibt es nochmal 22 Ducats. Und wir können wieder jemanden sich freikaufen lassen. Wie sieht es jetzt wieder aus? Gibt es inzwischen Nachfolger? Nein. Und hierfür auch nicht. Schade eigentlich. Der erwartet einen Ratsposten. Tja, aber es gibt halt nicht mehr Ratsposten. Ich kann keine Ratsposten herzaubern, wo keine sind. 105 Dukaten hier. Oh, da ist kein General mehr drin. Ich muss langsam aber sicher mal aufpassen und meine Leute nach Hause schicken. Oh, und mein Sohn ist Vater geworden. Da gibt es eine kleine Tochter, die Jadwiga. Ja, Gratulation, mein Sohn. Aber wir sind zu beschäftigt, um uns ausführlich mit dem neuen Kind hier zu beschäftigen. So, hier wird auch nochmal geplündert eine Runde. Und die Seuche scheint vorbei zu sein. Aus der Asche. Die Seuche ist endlich wieder aus dem Reich verschwunden. Und wir müssen diese Gelegenheit nutzen und uns aus jenem Chaos erheben, das sie hinterließ. Wir entstehen aus Trümmern der alten Welt auf und es ist an der Zeit, an das Neue zu denken. Die Überlebenden haben damit begonnen, nach dem Häuptlingstum von Minsk zu ziehen, in ihrem neuen Zufluchtsort. Es könnte die Gelegenheit sein, einen neuen Hauptsitz festzulegen. Bitte was? Ein neuer Hauptsitz? Nee, da mache ich nichts. Ich werde jetzt hier keinen neuen Hauptsitz definieren. So, du ziehst dann danach quasi jetzt endlich mal Richtung Westen. Du wirst es danach auch tun. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt hier die Leute, dass das Geld dann auch irgendwann mal in den Westen noch bekommen. Dann gehst du noch. Nee, hier würde ich aufs Maul bekommen. Dann gehst du noch hier hin.
Du gehst danach noch hier hin. Du gehst danach noch hier hin. Hier kann ich nicht plündern, aber hier kann ich noch plündern. Das könnte dann fast die Menge an Geld sein, die ich brauche für meine Plünderaktion. Oh shit. Ich hasse alles. Das könnte ätzend werden jetzt hier. Der hat halt auch das meiste Geld dabei. Nee, du marschierst jetzt bis da drüben. Oh Mann, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich hasse es einfach. Ich hasse es einfach. Der hat mir die Kohle abgenommen. Nein, ich fasse es nicht. Ich verliere die Hälfte des Geldes. Oh, das ist sogar mehr als die Hälfte des Geldes, was wir verloren haben. Und genau deswegen bin ich immer in der großen Gruppe in letzter Zeit umhergelaufen. Immer in der großen Gruppe. Ah, genau deswegen. Ach, verdammt. Okay, ihr kommt jetzt hier mal wieder zusammen. Ich muss die irgendwie stellen. Sag mal, warum plündert der hier nicht mehr? Ach, weil er nicht mehr plündern kann. Der ist voll. Der ist voll, Leute. Okay, ihr geht jetzt hier gemeinsam dahin. Bitte was? Mein Hoftutoramt ist frei und mein Sohn ist tot? Oh, da war da... Die meinen Sohn und Erbe Krack als Ehepartnerin um sich hatte, ist verstorben. Ach nee. Sie ist tot. Aber warum? All die sorgfältig geschmiedeten Pläne, zerteilt von dem Tode einer lausischen Sense, obgleich solcherlei Beschwerden wohl gering erscheinen im Vergleich mit dem Schmerz ihrer Familie. Okay, ich bin äußerst verwirrt. Ich bin äußerst verwirrt, was hier gerade eben passiert ist. Okay, das ist ja mal der absolute Oberhammer. Die ist einfach so gestorben? Ich muss gleich nochmal nachgucken, woran ist die gestorben? Mysteriöse Umstände. Jemand hat sie garantiert ermordet. Die wurde garantiert ermordet. Oh, verdammt. Fanatische religiöse Eiferer. Wunderschön. Bringt da nochmal ordentlich Diplomatie mit, ne? Probier es einfach. Unser Sohn bekommt zum Troste eine wunderschöne Alternativfrau. Weil mir nichts anderes gerade eben einfällt zu seinem Troste. So, sie hat ja gesagt. Ich hoffe, sie stirbt jetzt nicht an der Krankheit, die sie jetzt gerade eben hier noch hat. Die hat leider keine Beute dabei. Ärgerlich. Was die an Kohle mir abgenommen haben, das war unnötig. So, wenn der jetzt hier das hier hat, dann kehrt er jetzt auch nach Hause zurück. Na, ihr seht, es ist nicht ungefährlich zu plündern. Es ist absolut nicht ungefährlich. Okay, so langsam aber sicher wird es ärgerlich, was jetzt hier gerade eben passiert. Also ich habe nur noch eine Amme, ich habe keinen Hofarzt mehr. Okay, dann gucken wir mal jetzt, dass wir einen neuen Hofarzt bekommen. Bitte lass es dieses Mal jemanden sein, der nicht sofort wegstirbt. Bitte was? Der fordert mich zum Brettspieler auf.
Ach, nee. Ich habe gerade kein Interesse in einem Brettspiel. So, der hier wäre gut, würde 110 kosten. Der wäre schrecklich, der wäre schlecht. Was soll man dazu sagen, ne? Es gibt ja dann nur einen guten. Warum mag der mich nicht? Ach so, Mörder, Mitfühlen gegen Gefühllos. Slowakischer Glaube und so weiter und so fort. Ich guck mal, ob der sich bekehren lässt. Er hat den Glauben abgelehnt. Hm. Dann beeinflussen wir ihn mal. So, nachdem er jetzt diesen Job übernommen hat, baller ich ihn mit noch weiteren Jobs zu. Also Hofarzt. Karawanenführer, Hoftutor. Ja, dann darf er noch den Hoftutor machen. Für den Anfang. Und ihr liefert jetzt hier auch nochmal ein bisschen Geld ab. Also es war auf jeden Fall schon mal jetzt eine Menge Geld, die wir jetzt hier bekommen haben. Es war aber leider, also wir hätten das Geld haben können, hätte man es uns jetzt hier nicht abgenommen. Die haben ja nur noch 12 Dukaten. Schade. Also wir hätten das Geld haben können, aber so jetzt natürlich nicht. So, Geschichte schreiben. Theoretisch könnten wir jetzt auch ein Epos verfassen. Aber das ist mir ehrlich gesagt gerade eben zu teuer. Vor allem, weil ich halt immer noch spare, ne? Wie alt sind wir? Wie gut geht's uns? Uns geht's inzwischen schlecht. Das heißt, mit uns geht's so langsam aber sicher zu Ende. Dinge, über die wir uns im Klaren sein müssen. Kann ich dadurch vielleicht jetzt hier dem Titel eine Wahl zukommen lassen? Tatsächlich finde ich ihn besser als Erben. Er ist nicht super, aber er ist besser. Ja, er ist definitiv besser. Gesetz hinzufügen. Nee, das kann ich immer noch nicht. Ich kann hier noch keine Gesetze hinzufügen. Das könnte ätzend werden. Das könnte sogar sehr ätzend werden. Naja, alles zu seiner Zeit. Wir wollen wenigstens noch versuchen, dieses Gebäude hier zu erbauen. Sobald es möglich ist. Mal 10% mehr Besitztumsstopp in dieser Gemeinde. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Oh! Das dagegen wiederum ist jetzt sehr geil. Wir haben das Interesse jetzt endlich entdeckt. Das erste Interesse. Antrittsplätze. Als nächstes, sondern Plenarsitzungen kennen wir schon. Kriegsgrund brauchen wir nicht. Hauptbuch. Zusätzliche Gebäudeplätze. Zusätzliche Gebäudeplätze wären auch nicht schlecht. Stadtplanung. Kasernen. Kasernen wären auch nicht schlecht, aber eigentlich wäre Stadtplanung sehr viel wichtiger. Megalithen. Ne, wir versuchen jetzt auf Ende unseres Lebens jetzt hier noch auf die Stadtplanung mal zu gehen. Ne? Das Reich muss sich entwickeln, wir haben es im Westen gesehen, dass es coole Strukturen gibt. Noch mehr Kriegsvolk wäre möglich. Das geht halt ganz schön auf das Prestige. Ne? Da kann man die Kultur nicht wirklich ändern. Die leichte Reiterei würde sich nicht wirklich empfehlen, wenn man die Conny haben kann. Ich hole mir nochmal eine Truppe Conny. Ich gehe mal noch nicht so übertrieben groß ran. Auch wenn ich sie schon größer machen könnte. Aber ich muss gucken, dass ich sie mir auch leisten können kann. Ne? Das ist so das Ding. Deswegen müssen wir jetzt mal vorsichtig sein. Und vielleicht... Es ist jetzt halt ein bisschen Gezocke, aber... Ein Übergangsritus? Ein Jugendlicher nimmt an einem folgenden Dingen teil. Duell, Vernarbung,
Abgeschiedenheit, Haarrasur oder Elementarläuterung. Erhält entweder eine Persönlichkeitseigenschaft, Lebenserfahrung oder einen Punkt in einem Wert. Er erhält entweder ausgewiesener Stammeserwachsener oder verunsicherter Stammeserwachsener. Was kosten 770? Das wird eine Weile dauern, bis ich mich dazu durchringen kann. Ganz klar, das wird eine Weile dauern, ey, ich sag's euch. So schnell kann ich das nicht machen. So, wir machen jetzt hier erstmal nochmal alles Kriegsvolk hier ausheben. Und eigentlich müsste ich sie doch jetzt hier zu Räubern konvertieren können. Genau, das habe ich getan. Habe ich inzwischen wieder einen professionellen Plünderer? Ja, habe ich. Also, dann gehen wir bei den Nachbarn Klingelputzen. Dieses Mal nur mit dem Kriegsvolk. Dankeschön. Wir brauchen diese Kohle. So, das war der erste, dann der zweite, dann der dritte. So kommen wir am schnellsten jetzt hier an die Kohle noch ran. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn er stirbt, bevor wir angefangen haben, das Gebäude zu bauen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ein bisschen Schiss davor. Und das muss nicht sein, dass jetzt hier dumme Dinge passieren. Wer ist denn das jetzt hier schon wieder? Eine Vasallin von mir. Also die haben alle irgendwie keinerlei Respekt. Ich glaube, dass wir nach diesem Krieg... genau, wir werden einen... Ich habe schon quasi so einen freudschen Versprecher gerade eben geleistet. Wir werden, glaube ich, einen Krieg erleben, der sich um das Kaiserreich hier drehen wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich da in diese Richtung was entwickeln könnte. Und wir müssen dann einfach mal gucken, wie wir damit umgehen werden, was da auf uns zukommt. So, dann haben wir jetzt hier gleich auch 100 Ducats. Dann gehe ich sofort nach Hause und kann das Zeug abliefern. Ich würde mir wünschen, ich könnte weniger Verschleiß hier kassieren. Ja, 100 werden es nicht ganz, aber es werden genügend. Ich kann ja eine Dingens wieder einsetzen, eine Auszeichnung wieder herstellen. Ich weiß es nicht, was das Spiel mir damit sagen wollte. Der verlangt immer noch einen Ratsposten. Oh, ein Kandidat für einen ausgezeichneten Champion trifft ein. Das ist doch schon mal ganz gut. Ist das hier? Hier haben wir einen. Hier haben wir leider immer noch keinen. Schade. Salz in der Wunde. Hier geht es jetzt wieder um unsere Tochter Juditha. Während ich mit Juditha auf dem Markt war, fiel ihr ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Juditha sah sich den Verbrecher eine Weile lang an. Als dieser nichts tat, als zu husten, verdrehte sie nur die Augen und ging weiter. Sie wird also auch potenziell gefühllos. Ja, das ist für uns völlig in Ordnung. Da haben wir persönlich keinen Stress mit. Ich habe das Gefühl, dass unsere Söhne völlig verhunzt worden sind. So, endlich haben wir die Kohle, ne? Jawohl. Wir errichten das Ding jetzt. Es wird 3 Jahre dauern. Aber das ist hoffentlich kein Problem. So, wo wir jetzt gerade eben dabei sind. Wir könnten nochmal ein bisschen Geld einsammeln, um nochmal so eine Art Fest zu veranstalten. Dann machen wir jetzt unseren schönen Palast in Neusandes hin. Immer noch 14 Dukaten plus. Wie sieht es jetzt hier mit meiner Hofpracht aus? Ja, ich kann halt nicht höher schalten, ne? Das geht halt nicht anders. Das ist die maximale Stufe, die für uns möglich ist. Und ich glaube nicht, dass ich die Religion überarbeiten kann mit dem bisschen, was ich jetzt hier habe. Also, wie gesagt, reformiert den slowakischen Glauben. Nee.
Nee. Da muss irgendwann mal ein anderer kommen, um diesen Glauben zu überarbeiten. Aber dieser Lord, der wird das nicht schaffen. So ehrlich müssen wir sein. Der hat vieles geschafft, aber er wird nicht alles schaffen. Mhm, ihr habt also hier nochmal 20 Ducats, die liefern wir schnell mal nach Hause. Dann können wir mal da unten gerade eben nochmal hier in Balaton plündern gehen. Das ist einfach die Chance jetzt hier gerade eben die ganze Zeit hier nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Ich bin immer noch nicht sicher, wie ich jetzt hier mit dem Erbe umgehen soll. Also wir schauen uns gerade eben mal die Erbsituation an, wie es gerade eben aussieht in der Nachfolge. Das Königreich von Galicia Volinia geht an ihn. Und das Oberherzogtum geht an ihn. Er wird den Löwenanteil erben. Ja, okay. Nachfolgerecht kann ich nicht ändern. Dafür müssten wir erstmal sowas wie Erbherrschaft machen. Schatzkammer füllen, Armee vergrößern, Autorität fördern. Machen wir es mal so. Waagschale der Macht, hat sich halt bis jetzt nichts geändert. Ne? Wir sind halt auch die ganze Zeit, die meiste Zeit zu Hause. Oh, wer ist tot? Ein Ratsspitzel ist tot. Tja, dann nehme ich dich mal da rein und bist du jetzt hoffentlich nicht so sauer. Manche brauchen halt eine Weile, bis sie zu höheren Rängen im Leben aufsteigen. Oh, was ist hier los? Was? Warum hat... Hä? Ohne irgendein Event... Lässt sich unsere Frau von uns scheiden? Die Tochter ist inzwischen blind? Was ist hier passiert? Sie mag uns noch total. Warum hat die sich scheiden lassen? Ich verstehe die Welt gerade eben nicht mehr. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Was ist hier gerade passiert? Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, wo... Warum kann ich sie nicht wieder verheiraten? Okay, ich kann sie wieder verheiraten. Liebe siegt. Okay, Hochkönigin Justina, ihr Liebchen. Der Gedanke, dass ich euch nun offen in die Arme schließen kann und dabei den Segen sowohl der höchsten Mächte als auch aller Menschen um uns herum habe. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ja, das hoffe ich doch mal sehr. Hä? Okay, keine Ahnung, was hier gerade eben passiert ist, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch noch nie erlebt, dass sich überhaupt der Ehepartner hat scheiden lassen. Und schon gar nicht hätte ich mir das vorstellen können, dass das so abläuft. Also bei so viel Liebe, Seelengefährte und so, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay, hier versucht wieder jemanden zu ermorden. Das interessiert mich gerade eben relativ wenig, weil ich immer noch sehr verwirrt ob dessen bin, was hier gerade eben passiert ist. 47 Dukaten. Soziale Manipulation. Die versucht gerade eben auch wieder so ein bisschen hier uns herauszufordern. Sie ist stur, großzügig und zynisch. Ich werde sie an ihre Physis. Das hat auch wieder nicht geklappt.
Das ist aus meiner Sicht immer noch das dümmste Event überhaupt, diese Manipulationsversuche, weil es irgendwie nie so richtig funktioniert, wie ich finde. Also ich persönlich erkenne einfach bei den meisten Leuten nicht, was ich tun sollte, um sie quasi an dieser Stelle, an dieser Herausforderung zu hindern, beziehungsweise sie dafür zu bestrafen. Es ist schwierig. Überaus schwierig, wie ich finde. Das zu erkennen, was man da tun soll. Ah, da haben wir doch mal wieder jemand einen wertvollen Gefangenen gemacht. Einen überaus wertvollen Gefangenen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Der ist ein bisschen stinkig, der Typ. Aber der soll es gerne mal probieren, hier gegen mein reines Kriegsvolk anzutreten. Ich glaube, das wird ihm tatsächlich nicht so gut bekommen. Gerüchte und Mutmaßungen. Meine Gemahlin, Hochkönigin Justina, hört so manches, wenn sie am Hofe ein- und ausgeht. In letzter Zeit sind ihr einige spannende Geschichten zu Ohren gekommen, was meine Amme Dobrava so im Schatten treibt. Aha. Die hat also eine Affäre. Wie wäre es, wenn wir sie damit erpressen? Tja, meine Liebe. Jetzt habe ich ein Druckmittel gegen dich. Da laufen auch 1500 Mann rum. Sind die dumm genug, mich anzugreifen? Tatsache, die sind dumm genug, mich anzugreifen. Dann nehmen wir mal einen richtig guten General da rein. Eieiei, das muss doch wehtun, Leute. Das muss doch wehtun. Nicht zu glauben. Haben die fürchterlich eine drauf bekommen. Völlig unnötig, diese Sache von denen. Also, ich löse mal gerade eben die Truppe wieder auf. Jetzt haben wir wieder 500 Dukaten. Mit 500 Dukaten kann man durchaus etwas machen. Ein Epos in Auftrag geben? Nee. Ein Fest veranstalten. Es wird... Warte mal, für welche Religion ist das? Das ist nicht die Art von Fest, die ich veranstalten will, glaube ich. Nee, das ist die falsche Art von Fest. Moment, Moment, Moment. Eine Beisetzung vielleicht? Bin am Überlegen, man könnte ja auch... Was? Meine Enkel sind verstorben. Okay, nee, das machen wir nicht. Aber wir werden auf jeden Fall eine Beisetzung für uns selber planen, also wenn wir dann der Sohn geworden sind, ne? Nee, dann machen wir jetzt ein normales Festmahl hier jetzt einfach mal noch. Hier wieder in Krakau, würde ich sagen. Das hat eigentlich ganz, ganz gut geklappt. Ach nee, das kann ich gerade eben nicht. Nee, dann würde ich tatsächlich nochmal eine Jagd veranstalten. Nein, kein Fest, eine Jagd veranstalten. Genau, eine schicke, schicke Jagd hier oben. So, zack. Und was gibt es hier für Gefahren? Wahrscheinlich reichen Waldpirsche aus. Oder auch nicht. Vielleicht sind es auch eher Bergsteiger. Ah, Bergsteiger sind besser, okay. Ja, wir werden jetzt hier für ein bisschen Erholung noch eine Jagd veranstalten, meine lieben Freunde. Vielleicht wird das ja sogar noch eine gute Jagd, die uns vielleicht sogar noch ein bisschen Lebenszeit einbringen wird. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wird diese Jagd wohl bald losgehen. Oh Gott, es ist schon wieder eine Krankheit hier irgendwo unterwegs. Ja, hier haben wir jetzt, Moment, die westslawischen
Pocken, was in Wahrheit Blattern sind. Und hier drüben haben wir auch etwas. Moment. Was ist das? Die Arnulfruhr. Okay, die ist aber noch nicht bei uns. Die ist noch nicht bei uns. Das heißt, es ist okay. Oh Mann. Okay, Leute. Die Jagd und so weiter und so fort machen wir alles beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir bauen derweil hier weiter an unserem wunderbaren Legendenpalast. Macht's gut. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.